Na. Also, wir sind jetzt auf uns gestellt. Aber der Brain ist, glaube ich, auch schon. Wir sind gerade abgesetzt worden, die fahren da jetzt dahin. Ja. Was soll man machen? Also, ich finde, diese Treppe ist ein architektisches Meisterwerk. Moin! Jawohl. Herrin, glaube ich, heißt es. Was soll das heißen? Yes, sir. Sind immer schlechte Klos. Es duftet angenehm. Yo! Wir haben gerade Fabs auf dem Klo getroffen. Eli geht jetzt ab. ja. Ja, ich hab's gewusst. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Sag mal Hallo zum Herrn Professor. Ah ja, genau. Vom Sean, die haben wir schon. Cool. Und der ist schon fest am Vlog dran. Ja, ich bin am Vloggen. Was nervt mich jetzt schon? Am Vloggen. Mach einmal. Fabio. Ich hab jetzt das nicht nur das Recht an meinem Bild, sondern auch an eurem Bild. Das heißt, ich darf euch immer und überall fotografieren. Gell, Elias ist angekommen. Ja. Elias, bist du hyped? Ja. Seid ihr hyped? Ja! Ja! Ja. Jawohl! Da müsste jetzt jeden Moment der Herr Professor Benjamin reinstolzieren. Perfekt! Der Goat höchstpersönlich. Oh, die zwei Goats höchstpersönlich stehen da draußen. Ich war ein Chefs. Perfekt. Das sind die Best Friends, Digga. Da musst du jetzt einmal nur einfangen, was da passiert. Ja, ja. Ja, ja. Halt mal gleich die Kamera drauf. Der Herr Professor Huber schaut eh schon so aus wie ein Prominenz eigentlich. Jonathan, deine Schuhe sind echt crispy clean. Danke. Was hast du gezahlt für die 115, oder? Ja. Ja, schau, kenn ich doch. Na, 110,95. Schau, kenn ich mich aus. Beim Snipes? Was? Beim Snipes? Na, Zalando. Ah, Knopf. Oh, ich glaube, auf Zalando. Das ist das gleiche. Wenn die auf Zalando wirklich, wirklich den Ding, den das so viel kosten, dann blende ich das Foto jetzt da ein. Alter. Oh mein Gott, das ist so gut. Ich bin einfach so gut. Wo sitzt du, Della? Deine 26B. Ja, die sitzen überall 26 oder so. Die sind 25 zu. Ich kann gar nicht zurückschreiben, oder? Belastend. Schade. Ja. Kann man nichts machen. Jetzt mit dir machen wir. Ja, wir waren gerade in der Sicherheitskontrolle. Ich bin durchsucht worden. Ich habe eine Massage gekriegt. Wir sind ja gerade am Boden. Am Boden. Ja, am Boden. Die anderen warten nach, bis sie da in so einen Container eingelassen werden. Weil. Ja, und dann kommt irgendwann das Flugzeug hoffentlich. Ja. Jetzt sind wir am Wollen gerade. Da hinten sind die Homies. Wiederschauen. Servus. Wow. Ryanair. Was machen wir real, Jungs? Na, schwul. Herrlich ist das. Herrlich. Wow. Ich bin im Flugzeug. Let's go. Ich habe einen der nicesten Plätze. Ich fühle den Vibe mit diesen Flügeln. Ja, ist auf jeden Fall ganz chillig. Ganz chillig. Ja. Schauen wir mal, was wird. Ja. Hey, was ist mit dir? So, jetzt dürfte es gleich losgehen. Die Turbinen werden auch immer lauter, bin ja herrlich. Wir haben gerade so eine Sicherheitseinführung für Oma, was halt dieses Board da erklärt hat. Ja.
fucking Great Brit fuck. Peace. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Oh, das ist jetzt so ein Alpha-Tail. Ja, in London stationierte Kampfschiff. Genau. Wo ist das? Da neben mir. Das ist doch City Hall. Ah, oh. Das erzähle ich das letzte Stehende in London. Also, peace erstmal. Hallo. Wir sind gerade in Wimbledon bei der School irgendwo. Genau. Fast. Ich glaube, einmal um die. Fast. Auf der anderen Seite, glaube ich. Wir haben da. Eine nice Telephone Cell. Okay. Aber in ein paar Jahren wird das sich da anschauen und denken sie, war cool, schau, das war die Nummer. Und war ja. Jetzt werden wir hoffentlich bald heim, weil ich bin schon müde. Ich mag nur noch ins Bett. Verstehe. Bett und duschen wäre echt geil. Heute gibt's hier. Sie kann noch duschen. Wir freuen uns schon, gell? Perfekt. Ja. Peace. So, wir sind gerade aufgestanden. Guten Morgen. Jetzt sind wir on the way. Wir sind on the way zu der Bushaltestelle. Das hat uns unser Gastvater, der übrigens der chilligste Typ der Welt ist, erklärt. Gell? Ja. Ja, heute werden wir vielleicht Champions League schauen am Abend. Weil das hat er uns auch gesagt, können wir machen. Ja, wir haben gerade alles noch so ein bisschen uns fertig gemacht und etwas gegessen noch kurz. Und jetzt sind wir on the way. Übrigens, der View da ist nicht mal so schlecht. Schaut eigentlich relativ geil aus. Aber da merkt man halt auch, wie modern die Busse so halt sind. Also er ist echt voll am Vibrieren, so. Das ist echt eine coole Erfahrung. Ich und der Eli sind jetzt gerade angekommen. Wir haben es geschafft. Ja, und jetzt suchen wir noch einen Café. Der Jack hat uns nämlich so ein Café empfohlen und wir versuchen das gerade zu finden. Das ist aber nett. Mach's auf, Foto. Ja, ich muss mir also, Sprachschule ist jetzt fertig. Jawohl, jetzt endlich essen. Review. Ja, jetzt gibt's mal was zum Essen, hoffentlich. Ja. Es ist ein bisschen langweilig, ein bisschen unnötig Fazit, eigentlich. Die Lehrer sind hübsch. Ja, die eine Lehrerin, die Blonde, ist echt hübsch. Muss ich auch sagen. Ja. Ja, sehr, sehr. Some London Views. Wollte nicht. Übel nice. We are in Wimbledon, gell? Freunde. Wimbledon Statement. Yes, sir. Danke. Good statement. Ja, ich hab 15 Minuten lang auf mein Nike-Order gewartet und die ist mir einfach nicht ausgegeben worden. Dann habe ich nachgefragt und dann haben sie es mir gegeben. Also wir waren Geld umtauschen mit dem Eli. Und jetzt haben wir da Wimbledon, die City angeschaut. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr nett. Ja, da hinten ist Nina und die ganzen. Ja. Oh, die werden gerade von irgendwelchen Typen geklärt, gell, Elias? Damn! Das Einkaufszentrum ist übel krank. Schaut cool aus, gell? For real, gell? Es schaut übel clean aus. Props an den Architekten. Und Props an die Regenschirme. Wir waren jetzt eine Viertelstunde im Einkaufszentrum und die reden immer noch. Damn! Also, wir waren noch bei Starbucks. Wir sind bei Starbucks. Ja, wir sind bei Starbucks. Also, mein Name ist mit I und Doppel-L geschrieben worden. Jana, erzähl deine Story bitte nochmal. Ich war beim Starbucks. Dass wir da im Kino sind. Ich muss das Kino filmen, das ist nämlich ein sehr schönes Kino. Ah ja, wir haben jetzt Kinobesuch. Foto. Video. Achso. Kannst du auch als Screenshot aus meinem Vlog. Und 1 Liter Cola.
aus meinem Vlog. Wir sind noch am Fußball watchen in Liverpool. Leider. Wo ist denn der Junge? Wir sind gerade am Heimweg. Wir haben gerade eine chillige Busfahrt gehabt, übelst nice. Seht ihr da jetzt eingeblendet? Ja, war übel chilliger Vibe. Ah, mit offener Tür fahren war Vibe. Habe ich leider nicht auf Kamera. Ja. Und die Leute schreien immer sofort, die sind voll angespannt. Ja. Ja. So viel dazu. Ihr meldet mir nochmal. Also, wir sind jetzt gerade aufgestanden und haben uns fertig gemacht. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder zu unserer Bushaltestelle. Heute steht auf dem Plan dieser Street Food Market und Jansa, glaube ich. Was tut irgendwas noch? Auf jeden Fall, wenn wir jetzt zur Schule gehen, egal von 9.30 bis 12 oder so, oder 12.30, dann wird es hoffentlich, ja, dann wird es mal spannend, weil wir da rein trinken können gehen und dann wird es hoffentlich lässig da unten. Hoffentlich werden wir nicht enttäuscht. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg und es ist jetzt ein bisschen windig, nicht too much. Also im Sommer wäre es eine angenehme Brise, jetzt an da. Mit der Luftfeuchtigkeit wirkt es natürlich etwas kälter. Ja, wir frieren jetzt nicht. Aber so stellt man sich halt anderen vor, vor allem mit den Wolken da so bewölkt. Ja, Gott sei Dank sind wir die reingepackt. Gott sei Dank habe ich meinen Pulli noch angezogen. Ich finde da diese Reihenhäuser übel nice. Schaut übel gut aus. Ja. Wir gehen jetzt zur Bushaltestelle und dann zur Schule. Wir sind gerade angekommen. Wir gehen jetzt da wieder ein bisschen rum. Im Bus war so viel los. Kaum vorstellbar. Da ist in 50 Minuten gefahren. Gestern war es glaube ich nur eine halbe Stunde oder so. Und es war der ganze Bus war voll. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir so voll einsteigen. Weil sonst hätten wir die ganze Fahrt keinen Sitzplatz gekriegt, vermutlich. Ja. Da diese Häuser, die schauen so schön aus. Yes, sir. Wir sind jetzt auf dem Weg nach wohin? London City. Borough Market, Trafalgar Square, Chinatown, noch irgendein Theater. Manchester Square, glaube ich. Wir sind behindert underdressed. In Chinatown gibt es ja Gay Side, da werden wir hingehen. Und ja, da das hat Brandy say Dad Brandy. Hat das gesagt. Der kennt sich da aus. Der Old Brandy hat Brandy. Das gesagt. Der Daddy. Apps, Alter. Das sind Apple Maps. Apple Maps. Woo! Wisst ihr, dass das passiert? Apple Maps. Woo, ihr steht hier oben, Apple Maps. Alter. Apple Maps. Vielleicht sind wir jetzt hier dort. Ich nehme meine Boxhandschuhe mit und fäxe den Jonas das Gesicht weg. Ja, passt. Und wir ringen gegeneinander in der nächsten Turnstunde. Na, Boxen habe ich gesagt. Na, ringen, hast du gerade vorher gesagt. Jetzt, wo Video läuft, holt er da wieder sein Maul, gell? Na, Boxen habe ich gesagt. Meine Pussy. Dein Maul, Boxen habe ich gesagt. Dein Maul, Boxen habe ich gesagt. Wir sind auf jeden Fall hier im Underground. Let's go, der Hase. Ja. Jo. Also es wird ein bisschen lauter, gell? Aber jetzt bin ich mal gespannt. Hell yeah, das ist es. Bist du der Kleine? Perfekt. Brandy, komm her. Stimme. So, wir sitzen da drin. Es schaut nicht mal so abgranzt aus. Es ist eigentlich recht kamot, würde ich sagen. Juno, hä? Der Juno ist draußen. Du musst die nächste benutzen, ja. Ja, wo ist der nächste? Der Juno ist liegen geblieben, scheiße.
Kacke. Als würden ober mir 8 Millionen Menschen leben. Ein bisschen mehr plus. Du? Ja. Wir sind gerade ausgestiegen. Wir haben es geschafft. Also, es fällt ein Teil der Klasse. Aber wir sind da. Emily. Für wen ist das? Für meinen Vlog. Ja. Jetzt gehen wir zu unserem Street Food Market. Und dann. Jetzt geht's los. Wir sehen gleich. London City. London City, ja. Yeah. Herr Professor ist auch dabei. Wir haben eine zweite. Wow. Ha? Ja, für meinen Blog. Wow! Damn, boy! Damn! Oh! Nice! Jungs? Ich würde sagen, wir gehen nach Schnitzel essen. Was? Schnitzel, Alter. Ich war in London und ich sage unter Schnitzel, Alter. Ohne Spaß. Just a joke. Gott, diese Beef, Dip in Chips, Cold, zweimal. Die sind so übel, geil. Übel. Ehrlich, so geil. Ja. For real. Ich glaube, das ist jetzt die besten Pommes, die ich in London gegessen habe. Pommes auf voller Vollkorn habe ich mir da jetzt sehr geräuchert vom Lachs, Smoked, Zimmermann, Bagelkult und ich hoffe, der wird gleich gut sein, wenn nicht sogar besser. Ja. Wir sind gerade beim Pearl War Museum. Das ist übelkrank. Übelkrank. Ehrlich, nice. Also da drin ist wirklich eine Stimmung, bei der einem ganz anders wird, weil es einfach arg aufgebaut ist, geschichtlich einfach ein richtig arger Schwerpunkt ist. So, Statement vom War Museum habe ich eh schon abgegeben. Er hat seine Liebe des Lebens gefunden und jetzt ist sie weg. Stimmt weiter. Damn. Das Leben ist hart. Und jetzt Chinatown. Matthäus, der Papa hat uns eine schwulen Ecke empfohlen. Da kennt er sich gut aus. Ja, der Papa, gell? Ja. Der Papa Brandy. Genau. Ja, und dann weiß ich nicht, wo immer. Dann haben wir Theater, genau, Frozen. I love London so much. Ja. Yeah. Das ist der Trafalgar Square. Da haben wir nochmal ein Odeon Kino. Und da haben wir die Amelie. Ja. Und ein Elias. Welcome in my vlog. Welcome in my Vlog. Ich mach der edelste McDonald's, den ich jemals gesehen habe. Ja. Ganz nicht dein Chinatown. Chinatown. Da sind ja diese chinesischen hier dahinter. Dieser der Heidi läuft schon wieder zum Huber, ich hol's nicht aus. Ich dachte, die wird zurückkommen.
Hey, keine jugendfreundlich soll mein Vlog sein, okay? So. Nice! Wow! Lamborghini! Nice, nice! Lamborghini! Ein pink Lamborghini! Naughty, naughty! Wir sind Nummer 3. Eigentlich bin ich immer Nummer 1, aber heute bin ich Nummer 1. 91! Aber nimm mal in Mathe, seit ihr die abgezogen habt. Was für Noten hast du zum Messer? Ja, Nummer 3 sind wir in Mathematik. Alles gelesen. In Real Life bin ich Nummer 1. Ja. Absolut. Ja, das ist Five Guys. Da muss ich, glaube ich, dann Getränke holen. Ja, genau. So schaut so ein Becher aus. Ich habe den Coke mit Cherry. Nina Sada. Ja, ich habe den Burger. Und die Pommes, ich habe eigentlich eine kleine Pommes drin, aber so klein. Ja, es sind wirklich sehr, sehr viele Pommes drin. Nina, du musst Pommes essen. Also das ist der Burger, der schaut übel ganz aus. Siehst du, wie sie drucken sich so? Ach so, schaut der übel nice aus. So, Test jetzt. Ich glaube, ich habe noch nie einen besseren Cheeseburger gegessen. Wir sind gerade beim Theater. Das Theater? Also es war ehrlich gut. Letzte Dreiviertelstunde habe ich verschlafen leider. Ich weiß nicht wieso, aber es war so dunkel. Ich bin der Außen zugegangen. Kann man nichts machen. Aber war geil, ja. Ich muss sagen, die Schauspieler hat mir echt gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht wird er noch ein Date sein, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Träumer. Statement? Ja. So, the theater was ace. Deutsch. Also das Theater was ace. But die haben kein Bordeaux gehabt, jetzt habe ich nicht kein Bordeaux getrunken. Danke sehr. Ja, ihr habt 10 Euro für Cola gezahlt. Oder so, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, wie viel. Wir hätten lieber Bordeaux gehabt. Aber wir hätten lieber Bordeaux gehabt. Perfekt. Super! Sehr nice. Doppler-Effekt. Doppler-Effekt. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Heimweg. Ja, wir sind beide echt dringend aufs Klo. Ja. ja, auf jeden Fall, wir haben uns jetzt schon langsam an dieses Leben da gewöhnt. Man hört alle, nicht einmal alle 3 Minuten die Sirene gehen. Ja. Good morning in the morning. Hast du gerade Video? Yes. Ich wollte gerade da unten was nutzen. Ja, und ich wollte es gerade filmen. Also, Eli, was ist halt auf dem Plan? Also, wir gehen in die Oxford Street. Das heißt, wir gehen zum Stussy. Das werde ich jetzt einfach zensieren. Ja. Super, das ist ein gutes Video, ne? Ja. Irgendwie einfach ein schwarzes Bild drüber legen, kurz. Ja, Oxford Street. Sehr solche Sprachschule und dann, ja, keine Ahnung. Gell? Heute ist St. Patrick's Day und ich bin natürlich ganz in grün gekleidet
Also das da unten ist jetzt so ein anderer Grünton. Eli hat eine grüne Hose an. Genau. Ich glaube, wir fallen nicht so auf heute. On purpose. Ja? Ja. Extra jetzt gehen wir, jetzt gehen wir wieder zur Sprachschule, uns 3 Stunden langweilen und dann geht's los in die Oxford Street. Und das Street. War's dann, na, Gott sei Dank, dann haben wir keine Sprachschule mehr. Ja. Gott sei Dank. Na, zuerst fahren wir, glaube ich, Hyde Park oder so und dann irgendwann, also im Laufe des Tages, zur Oxford Street. Wir warten gerade auf den Bus. Let's go. Der Ferry ist ein Lacke. Ja. Step back. Linse. Warum back? Yes, sir. Ich will Lass es bitte. Ja, ich hab's jetzt noch Elena. Professor Huber hat sich ein neues Bier geholt. Ja. Ja. Juno ist auch dabei. Ja, die üblichen. Hallo. Wow. Wir sind gerade bei Harrods und alle reichen Leute kaufen da ein. Ja. Ich möchte nur, dass ich Metzger sehen kann. Ah, ja, nicht. Springt uns alle um. Komischer Holz, auch mal auf. Wenn man das in Alufolie einfach haltet, das auch aus. Habt ihr gewusst? Habt ihr gewusst? Alter, die sind die Aluminium. Digga, hey, wie geil. Das ist so krank. Ja. Wie nice, ja? Hey. Was ist hier? Wir gehen jetzt zum Stussy. Jo, ich schau mal Google Maps. Endlich. Wir sind jetzt gerade dort beim Weekday. Mein Stussy Pickup habe ich gekriegt. Sie auch. Let's go. Da, also da wird es entschieden, gell? Da sitzen die ganzen Trainer. Und wir gehen mal. Neues Vlog-Video. Hey! Wir fahren jetzt nach Hause. Finally. Ja, über ja, den Look geändert. Jetzt bin ich. Ich bin jetzt JB. Aus Amerika. From America. Ja. Was, Digga? Wie viel wiegst du? Wir scheißen. Wir sind gerade auf der Heimfahrt. Super, ich finde es hier scheißen. Und. Regnet es? Irgendwie wirkt die Rolle voll niedergeschnurrt. Also irgendwie Rolle. Ja. Also heute war ein anstrengender Tag. Und hoffentlich hört man das.
verschnarcht der Eli. Ja, ihr werdet jetzt auch bald schlafen gehen. Ich werde nur noch kurz meine Kamera und Galerie ausräumen, damit ich morgen wieder Fotos machen kann. Wir sind gerade in Camden und es ist so wild, diese Jacke. Der Hit ist sehr geil. Das Bodenlos, was es da alles gibt und in Österreich nichts. Das ist echt arg. Also da gibt es wirklich alles, gell? Das ist das Paradies, gell? Gefühlt für so eine Spurtrecken. Jonas. Ja. Das ist echt arg. Die kosten die wahrscheinlich alle gleich. Cool. Die sind alle geil irgendwie. Boah, die probier die jetzt an, wo wir die ankriegen. Du wirst 120 Euro dafür ausgeben. Ha? Mit 120 Euro. Steht das? Ja, oder Pounds. Steht das? Ja, steht drinnen. Die sind alle geil. Das ist wirklich das Paradies. Das sind dicke Soßen. Carhartt. Carhartt. 85 Pounds for real. Jordan Force. We got other ones here. Well, we come back later. I don't have enough money now. I just got 50 Pounds with me. Yeah. Really nice store. Jordan and Dennis go, they go down in the phone. Chapels in the trunk, baby, this is my tone. But I need your love right now, baby, oh. I got all your drugs, now right now, it's the truth. I apologize for you looking like a fool. I can't hold you right now, so I've been holding on my tooth. I don't want my hips, I don't want no bitch, I can't. I just wanna check. Shop review. Der beste Shop, in dem wir jetzt in London, glaube ich, waren. Die Mitarbeiter übel freundlich, also wirklich jeder einzelne von denen, gell. So auf einer Ebene, so homie-mäßig schon fast. Das ist arg. Ehrlich nice. Ja. Und ich glaube, die machen das halt zu dritt den Laden. Und die sind übel geil. So übel nice, übel chillig gewesen. Wir sind gerade im Stadion. Queen's Park Rangers gegen Birmingham. Wie früh geht es im Stich? 2-1. 2-1. Birmingham. Expertenmeinung. Komplett im Keller, also bei den Rangers-Fans, die Brighton-Fans, Birmingham-Fans. Also, das ist wirklich so, sobald man in der Straße beginnt, das ist ein Hass auf jeden Fall wieder. Den ganzen Tag permanent Hass sein, Matteo ist da am Pennen. Ja, gestern habe ich noch mit einem Uber Arm gedruckt. Das blende ich vielleicht ein, schauen wir mal. Leider verloren, war aber ein knappes Ding. Ja, los! Wow, das ist ein Kriegsschiff. Genau, das müssen wir an Jonas fragen darüber. Ja, aber das ist echt arg. Riesig, das ist echt riesig. Und die Kanonen da oben sind arg. Painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, come on! So, was bei Five Guys und bei so einem Zero Summons Culture, wie du Scheiße hast. Und jetzt suchen wir da Live-Musik. Wir sind komplett fertig, wir fahren jetzt heim. Heute wieder 21.000 Schritte. Es kämen aber halt noch ca. 1000 Kilometer dazu.
Abend. Ja, wir waren gerade im Pub. Dann waren wir noch, haben wir noch ewig lang Freizeit gehabt, der eigentlich umsonst war, da hätten wir irgendwas machen können. Ja. Als Gruppe gemeinsam, Alter. Ja, das ist wirklich. Ich weiß nicht, Fabi. Wie sind die los schon? Ihr kriegt da langsam mal ein bisschen Augenringe. Was für mich eigentlich relativ untypisch ist, weil meine Spielstunden in Terraria doch recht hoch sind. Also, ja, schauen wir mal, wie es morgen wird. Morgen nochmal ins Pub. Ich habe noch 40 Pounds. Also, es soll sich relativ gut ausgehen morgen noch. Das ist der Victoria Bahnhof, Leute. Der ist riesig. Der ist wirklich riesig. Wir sind da gerade cool da. Vom Zug. Damn. Der ist echt. Boah. Also, das hätte ich for real nicht erwartet. Ja. Wobei es eigentlich logisch ist, weil wir sind ja mitten in London. Ja, ja. Dass man den Bahnhof vielleicht nochmal von außen sieht, der schaut da übel schön aus. Also, das ist wirklich. Welcome home, baby. Ich bin jetzt beim Buckingham Palace. Das ist ein fucking Buckingham Palace, Alter. Mhm. Damn. Die sind so cool. Wir schauen uns, ob wir einen Professor irgendwo finden. Ja, da ist ein Guard. Ja, das ist ein Guard. Guard. Sieht man das? Na, vielleicht. Weiß ich nicht. Haben wir nicht gesehen. Auf jeden Fall. Ja, wir warten jetzt auf meinen Professor. Wir werden, glaube ich, anrufen. Vielleicht sind sie schon da, vielleicht auch nicht. Geschissene Tradition eigentlich, oder die Armen, Alter. Ja. Er spaziert da um als, weiß ich nicht. Ja, denkt da eigentlich, wer ist es? Der Mann, der wegging. Ja, tun wir mal, das geht schön. Ah, wirklich? Ja. Weiß ich nicht, wie der Mann, gell? Der Mann muss seine Vorschriften vorlesen, gell? Der darf sich nicht bewegen. Ja, vielleicht wechselt er die Waffen mal noch mal Hand, gell? Damit er mal. Und da. Und da ist cool. Ja. Ja, eigentlich müssen sie dort sein, oder? Ja, das ist die Change ist auch geil. No. Ah, okay. Thank you. Jetzt schlafen die irgendwas. Und jetzt geht der weg und der her, ja? Das ist der Switch. Ah, eine Revenante. Die Knarls, die Knarls. Du der Hund, ey. Ey, ich kann nicht mehr. Ansturm an Leuten. Ist der hinter? Die spielen echt gut, gell? So beautiful. Das ist mein Vlog. Nice Vlog. Shout out to my Klassenvorstand, Steph Godetz. He's the best teacher ever. Cool. Nice of you here. Ja, sind nice, sind cool. Oh mein Gott. Das Parking geil. Die Parkfotos von. Boah, der ist cool. Tja, der. Großer Vieh. Boah, nice. Das ist toll, das wird verschieden. Für mein 6-jähriges Ich wäre das ein Paradies-Quest. Oder 8-jährig. Boah, da wäre ich durchgerannt. Da hätte ich gar nicht mehr weg. Schaut euch den mal an.
What's poppin'? Finally see you, mein Big Ben. Excuse me, Mister. Thanks. Ja, jetzt ist er wieder weg, der Big Ben. Oh, da war der Big Ben. Big Ben. Barry! Nice! Und da ist der Big Ben drin. Wie der Turm hast, keine Ahnung, aber die Glocke ist der Big Ben. Das darf man nicht vergessen. Hast du mit einer Glocke drin? Genau. Elisabeth Tower mit dem Big Ben und dem Haus auf Parlam. Genau. Perfekt. Gut, dass wir das geklärt haben. Hat uns jetzt der Herr Professor erzählt. Traumhaft ist das. Aber für was ich zu haben bin, ist mein Vlog, Amelie. So, da sind wir nämlich wieder. We are back. Mein Akku war ein bisschen. Ja, meine Kamera ist auch jetzt. Wo geht's? Was? Na, Pizza. Na, weiß ich noch nicht. Wer schaut sich den an? Der Herr Professor Godetz. Der da ist. Grüße gehen raus. Na, aber den schauen wir in der Klasse an. Aha. Hat er mir versprochen. Okay. Ja, ja. Das ist das London Eye. Das heißt Eye, weil die Kabinen haben eine Eye-Form. Ja. 13,50. Ja. Hat meine Tante gesagt. Ja, wenn das meine Tante sagt, die war ja. Boah, nein, bitte da. Nicht. Oh, help. Oh Gott. Boah, ich hab gerade so vorgestellt. Ich zitter. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit eigentlich. Arena ist hier too. Perfekt. Wir sind ja gerade beim London Dungeon. Da ist das London. Wo ist das London Eye? Achso, da ist das London Eye. Da hinten ist Sea Life. Da gehen wir vielleicht jetzt einer. Vielleicht erst in einer Stunde schauen, ob sie diesen Termin davor verlegen können. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Wir sind dabei. London 2023. Das ist mein Eye. That's just so amazing. That's the London Eye. Wow. It's not expensive at all. Close in the London Dungeon. Irgendwie so verhaltet, als ob er welche. Filming for my vlog. Hallo. Vlog. Du, du, du. Jo. Was? Ja, bam, bam, bam. Skip it to do. Skip it to bam, 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 bam. Das muss ja enormen haben. Wie heißt denn das, wo wir jetzt gerade sind? Hm? Wo wir uns befinden? Westminster Abbey. Das ist London Eye, oder? London. Achso, dann du meinst Westminster. Okay. Gut, danke. Hab ich doch gesagt. Oh Gott. That's the London Dungeon, guys. London Dungeon, baby. Eingesperrt. Ich weiß, Emily, aber für meine Lock mache ich dir mal eine Ausnahme. Du darfst aber auch keinen sagen, ich muss dir das Handy weg. Fazit zum London Dungeon. Ha? Fazit zum London Dungeon. Weniger schlimm als erwartet. Ja, also es war in Ordnung, aber man hätte sich halt Ärger vorgestellt. Ja, wir fahren jetzt nach King's Cross, diese Harry Potter Station da anschauen, wenn wir sie finden. Und dann fahren wir weiter zum Camden Market. Schauen wollen. Und dann was machen wir nachher? Also jetzt gehen wir jetzt erst nochmal KFC. Ja. Und dann. Ich weiß nicht, was ich gehen um.
Kentucky Fried Chicken. Ein Liter. Nein. Nein, da. Sind wir beim KFC? Ja. Pepsi Max. Boah, die sind so geil. Die Ernährung, die Wohnung ist richtig krank. Wir sind gerade in Westminster, ja. In, ja, und wir warten gerade auf die Circle Line, weil das ist wirklich top für uns. Wir steigen dann dort um King's Cross und dann fahren wir Camden. Dann machen wir wahrscheinlich auch mit dem Matthäus aus, dass die dort umkämen. Der King's Cross geht dann nochmal auf die Toilette. Also Jungs, das ist die King's Cross Station. Übel geil. What's happening? Ehrlich geil. Schaut nice aus. It's Drake, my brother. Drake war da drin. Das ja, wir sind von neben Drake vorbeigegangen. Wir gehen jetzt zum neuen Bahnsteig 934 da. Ja? Okay. Wir sind da gerade beim Bahnsteig 934. Aber das ist viel zu viel los. Viel zu viel. Wir schauen kurz in diesen Harry Potter Shop. Okay, das ist halt ein normaler Fanshop. Koffer gibt's da. Ja, okay, wir müssen los. Aber es ist nice, dass man das mal gesehen hat. So, wir sind jetzt so beim Camden Market. Ja, ich habe mir Brille gekauft wieder. Und mein Adikis Jean. Ich habe mir Adikis Jean gekauft. Die Karhart hat er verloren. Und ja, die Karhart war in meinen Sackern drin. Unfortunately. Ja, gerade früher waren das so Crackies. Vielleicht mache ich noch ein Video von denen. Die haben mir halt so gefragt, ob ich Crack haben will oder kaufen will, so Weed. Und ja, es war eigentlich ganz witzig. Ja, passt. Ciao. Da hinten kommen jetzt die Crackies. Da stehen sie. Ja, genau, da sind sie. Das sind die Crackies. Der Französisch sprechen etwas. Wir sind ja gerade in so einem echten Store, wo alles echt ist. All real. Ja. Keiner sagen, dass die Fakes sind. Nein, no, wenn auf der Straße einfach. Ich bin zwar kaum nicht fertig, aber ich mag das Video jetzt trotzdem noch aufnehmen. Ich hab gerade geglaubt, ich habe den Papa geschlafen. Ja, vielleicht gibst du ein Foto davon. Hat er ein Foto gemacht? Ja, ich hab dann vor dem Papa noch geschlafen. Da hat mir aber der Arthur irgendwas draufgelegt, deswegen bin ich aufgewacht. Dann habe ich im Bus geschlafen. Ja, und jetzt gehen wir halt gerade heim und wir haben gerade realisiert, dass es das war. Also morgen geht es nur noch heim. Also wir, oh, fuck. Man, es war so schön da. London war so geil. Ja, ich könnte verhindern. Ich werde es vermissen, ne? Ich werde es auch. Nach der Matura ist New York. Hä? Nach der Matura ist entweder New York oder Los Angeles angesagt für mich. Aber ich glaube eher in New York. Dann werde ich mich auch jedes Mal in irgendeiner Lokale einsetzen. Papierlein zapfeln. Und die Zeit dort genießen. Shoppen gehen vielleicht auch noch. Ja. Oh, das scheiß Licht blendet, Alter. Ja. Oh, ich will nicht haben, da haben ich so laut, da schreit wieder jeder. Und weil King auf diese scheiß Bushof bauen, Kinder habe ich auch keinen Bock mehr. Ich leck meine Eier, gell. Das ist ehrlich so weniger. Ja. See you guys. Vielleicht gibt's auch noch ein Resümee. Wir gehen jetzt auf jeden Fall duschen und dann. Ja, mein Koffer bock hier auch noch. Ja, das ist wirklich geil.
Frechheit. Wenigstens wäre gut schlafen und ein vorstellendes Ding. Ich darf nicht verschlafen wie heute. Ich stelle den Wecker auf 5. Doch 5, weil um 7 nicht kommen sie 5, dann liegen wir so, oder 5:30, ja. 5:30. 5:30 wir liegen noch eine halbe Stunde im Bett, dann ist 6, dann ziehen wir uns an, machen uns fertig, Zähne putzen, ist es schon 7, ne? Ma fuck. Schade. Ciao, ciao. So, es ist wieder Dienstag. Wir haben uns schon angezogen. Wir sind gerade um fertig machen, wir warten jetzt, bis wir da das Taxi sehen. Bis wir abgeholt werden und dann. Ja, dann sind wir schon am Flughafen und dann sind wir eigentlich ab heute Abend. Eli macht sich gerade auch noch fertig. Es ist gerade ein bisschen schlimm, weil ich habe voll Halsweh. Und Schnupfen, Eli, ja. Das gefühlt jeder krank, glaube ich, aber. Meistens ist es tut echt weh, eigentlich. Ja. Eli ist auch da. Ja, man sieht sich. Du warst jetzt. Tschüss, Zimmer. Ich spiel jetzt die Tür auf und dann mach ich sie hinter mir wieder zu, dann war's das. Was da? Die ist aber offen lassen, haben sie gesagt, ja, wir machen jetzt diese auf dem Weg, aber das Taxi ist dann halt da, aber von unten sieht man besser. Jetzt sind wir am Flughafen. Scheiße. Compilation hätte ich mir selbst auch gerne angehört, sag ich dir, wie es ist. Die Compilation hätte mir auch gut getan. Ich bin permanent aufgewacht, ich habe nicht mal durchschlafen können. Ja, wir sind jetzt am Flughafen. Arthur und Jonas waren mit uns im Ding. Komplett grausige Fahrt, finde ich. Die anderen sind da noch da, wir checken jetzt ein und dann muss ich eher mal fett aufs Klo. Zu mir liegt die Fahrt was so grausig. Starkschlaf. Ja. Ich kann so schreiben. Was? Ja, das ist scheiße. Das ist Eva. Ist noch ein paar Burger King? Ja. Wir sind schon eingecheckt. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel Geld. Na, wie fährt ihr das nächste Mal? Den Vegan Royal Bacon. Dem Lion Chicken habe ich da nicht 6 gezahlt. Und Cola Vanille. Ja, mit dem Lion Chicken. Back at home. Ich werde jetzt gleich das Land verlassen, Leute. Jetzt betrete ich das Flugzeug Vegan Mac to Austria, to my hometown. England ist mir, London ist mir schon echt ans Herz gewachsen, muss ich schon sagen. So Leute, wir sehen uns in Österreich. Eli, du siehst, Eli. Wir sitzen im Flieger. Ja. Jungs. Moin moin, willkommen im Vlog. Vlog. Ja, Herr Professor. Geht es an den Herrn Professor? Nein, das ist mein Vlog. Egal, wenn der Gulitz es sieht, shoutout to Gulitz. Also, normal wäre der Elio Dox ist. Aber extra hat er sich wegsetzt, damit er neben der Magda sitzen kann. Von seinen eigenen Bros. Shootout geht er an Alex, den Ehrenmann. Ja. Wegen dem sitzt sie da hier. Weil das wär, er hat zuerst mit der Lisa getauscht, aber weil er mich mehr mag. Kuss. Danke. Wir sind gerade aufgekommen und ich werde es so vermissen. Wir sind jetzt weg. Wir sind weg. Der Eli ist weg. Schau, diese Akku-Zeile, diese peinliche Stille. Ja. Ja, boah, schön. Die nächste richtige City, in der ich will, ist New York.
forward, please do not hesitate to ask the crew for more details. And now we invite you to sit back, to relax, and enjoy your flight. One single set will be off, toilet will be open for you. One at the front and two at the rear of the. Ja, so schnell geht der Wochen rum, gell? Echt schade, das war wirklich die 100%ig die beste Klassenfahrt, die ich jemals gehabt habe. 100%ig die beste Klassenfahrt, die ich jemals gehabt habe. Großes, großes Dankeschön an den Benji und Huba und Godetz. Huba, Godetz, ja. Und für unsere Eltern. An alle, die mich da unterstützt haben, die uns da unterstützt haben, die uns das ermöglicht haben. Danke an Mama, Papa fürs Zahlen. Danke an mich, dass sie überhaupt imstande war, da mitzufahren. Und danke an Elias, weil du mein Zimmergenosse warst. Danke.